Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und das tut Julia Wendt, und zwar musikalisch am Klavier. Von New York bis Jakarta, von Seoul bis Sydney war er unterwegs und sein Steinway-Flügel immer mit dabei. Mit 88 Tasten um die Welt ist denn auch das Motto seiner Tournee und der Titel seines neuen Albums. Seine Liebe gehört dem Jazz, aber er ist keineswegs auf einen Musikstil festgelegt. Entdeckt wurde er von Joe Cocker. Mit Chuck Berry stand er auf der Bühne. Dabei ist Julia Wendt nicht nur der vielleicht schnellste seiner Zunft, also quasi der Michael Schumacher unter den Pianisten. Er ist auch Artist und Clown. Einer, der nicht nur für, sondern auch mit seinem Publikum spielt. Er ist der Mann, der mit dem Flügel tanzt. Selbst ein gestandenes Instrument, so scheint es, kann bei Julia Wendt die Füße nicht stillhalten. Ein Hansdampf in allen Gassen, der spielt, bis die Tasten qualmen. Julia Wendt ist einfach nicht zu bremsen. Wie ein Wirbelwind fegt er über die Tasten und über die Bühne. Immer für eine Überraschung gut. Und er hat jede Menge Flausen im Kopf. Zweifellos ein echter Entertainer, aber er ist vor allem eines, begnadeter Künstler. National und international bekannt, sein Publikum liebt ihn und er liebt sein Publikum. Schon als kleiner Steppke haute er ordentlich in die Tasten, später gab er Vollgas in Sachen Karriere. Julia Wendt ist ein Tausendsasser, nichts ist zu schwierig, nichts ist unmöglich. Irgendwie auch ein verrückter Kerl, charmant, verschmitzt, für jeden Spaß zu haben. Ein Konzert mit Julia Wendt ist nicht nur ein Konzert, sondern ein Ereignis. Zurzeit ist er auf Tournee und nimmt dabei sein Publikum mit auf eine musikalische Reise um die Welt. Ja, man müsste Klavier spielen können, ist der erste Titel auf der CD. Und Klavier spielen, das haben wir gerade gesehen, kann er nun wirklich. Herzlich willkommen, Julia Wendt. Vielen Dank für die Einladung. Was mich ja gleich interessiert hat, das erste Bild, dieser tanzende Flügel. Wie geht das denn überhaupt? Der Flügel hat pneumatische Beine. Das heißt, da wird Druckluft reingepresst und dann kann man das auf Knopfdruck kann man den dann bewegen lassen. Auf die Idee bin ich gekommen, als ich mal eine Biografie gelesen habe von Franz Liszt. Und da stand so ein bisschen schwülzig drin, wenn man die Augen schloss als Zuhörer, dann vermeinte man ihn mit dem Flügel einzuwählen und über die Bühne tanzen zu sehen. Ja. Da habe ich gedacht, Mensch, das muss doch möglich sein, das irgendwie richtig zu visualisieren. Und dann sind wir mit Steinway, der Firma Steinway, auf die Idee gekommen, das dann auch umzusetzen. Ja, das heißt, Sie spielen jetzt nicht nur Klavier, sondern Sie drücken dabei auch immer noch die Knöpfe, damit der so hin und her schaukelt? Nee, das macht jemand hinter der Bühne. Das ist ähnlich wie bei Hans Klock auch. Da sind also viele Sachen vorher überlegt. Aber die Idee alleine ist schon sehr beeindruckend. Weil ich habe auch so einen Anfangsgag, wo ich dann sage, die Leute wissen ja nicht, der Flügel sieht ja ganz normal aus. Ja. Also der sieht ja nicht aus, als ob da irgendwas manipuliert wäre. Und sage ich, es gab einen Pianisten, der war so groß und stark, der konnte mit zwei Fingern mal eben so den Flügel anheben. Und dann hebe ich den tatsächlich an. Und die Leute grübeln immer, wie hat er das bloß gemacht? Das ist lustig. Also irgendwie hat man das Gefühl, nicht nur Ihr Flügel ist zippelig, sondern Sie auch. Also Sie können, glaube ich, auch nicht wirklich still sitzen, oder? Ja, auch das war als kleines Kind war es immer schon so, dass ich immer irgendwas mache. Ich bin auch tatsächlich, habe ich vielleicht von meinem Vater geerbt, der ist auch immer so, der läuft den Himalaya hoch und runter und vielleicht liegt das so ein bisschen in der Familie auch. Aber das machen Sie nicht auch noch? Nee, das nicht. Sie haben angefangen mit Klavier, natürlich. Ganz früh, ich glaube mit 4 Jahren. Und irgendwann kam dieser Klamauk dazu, das, was das Besondere an Ihnen ausmacht. Wie kam das eigentlich? Klamauk ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ja, also vielleicht. Das ist eher so eine Interaktion mit dem Publikum, ja. weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass der Zugang zu einigen Musikstücken doch sehr viel einfacher ist, wenn man mit den Leuten auch interaktiv, also ich zum Beispiel als junger Musikstudent, der ja auch mehr oder weniger vom Fach war dann, weil ich das studiert habe, habe mich immer gefreut, wenn ein Pianist in einem Konzert auch ein bisschen was erzählt hat über die Stücke, so ein bisschen Hintergrund geliefert hat. Und das mache ich eigentlich. Und das wegen meines Naturells wird das dann auch häufig mal lustig oder da gibt es Interaktionen.
Teil auch mal ein Musikinstrument im Publikum. Und insofern, das lockert das Konzert auf und ist für die Leute geht das also unheimlich schnell vorbei. Die denken, Mensch, das waren schon 3 Stunden, das gibt's ja gar nicht. Ja, also oft ist ja so ein Konzert was unglaublich Andächtiges. Also das Publikum sitzt da, es findet eigentlich im Prinzip von der Bühne runter auch gar keine weitere Kommunikation statt. Und bei Ihnen ist das total anders. Was steht im Vordergrund? Doch tatsächlich die Musik und das Klavierspiel oder schon eher das, was Sie jetzt eben beschrieben haben, die Kommunikation mit Ihrem Publikum? Also es ist ja so, dass man im Grunde ankämpft gegen eine, wie Sie schon gesagt haben, gerade eine uralte Tradition von Klavierkonzerten. Wenn man Leute fragt, mögen Sie Klaviermusik, dann sagen die immer, ja natürlich, Klaviermusik finde ich schön. Ja, aber gehen Sie auch in Klavierkonzerte? Und dann denken Sie, oh Gottes Willen, nein, das ist doch todlangweilig. Und das versuche ich so ein bisschen aufzubrechen. Einfach, dass das Genre Klavierkonzert wieder etwas ist, wo die Leute wissen, ja, da werden sie gut unterhalten, wenn sie auch niveauvoll unterhalten. Das ist ja auch wichtig, aber trotzdem gibt es eine Interaktion und man ist dabei und dass es eben für jedermann etwas ist und nicht nur für eine kleine Elite. Ich bin dafür, dass das Genre Klavierkonzert wieder aufpoliert werden muss und so bin ich angetreten. Ja, also ich finde das auch ganz großartig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die sogenannten seriösen Musikexperten da auch manchmal die Nase rümpfen. Haben Sie es da manchmal schwer? Also ich habe gerade kürzlich in München in der Philharmonie gespielt vor einer großen Gruppe von Musikprofessoren, die ja wirklich vom Fach sind. Und die waren deswegen begeistert. Also die haben dann auch immer gesagt, Herr Wendt, wie Sie das machen, immer mit diesen vorweggenommenen Analysen. Dann sage ich immer, übrigens, da kommt jetzt eine Stelle, das ist eine 11/8-Bewegung, die ist unheimlich schwer, weil da muss ich das kleinste gemeinsame Vielfache, da wie die Wurzel ziehen, weniger Spiel und so weiter und so weiter. Also das Stück habe ich noch nie fehlerfrei hinbekommen, aber das werdet ihr gar nicht merken. Ja. Das finde ich, also wenn die da so ein bisschen auf die Art und Weise auf die Schippe genommen werden, das finde ich auch herrlich. Es ist immer eine Frage, es ist natürlich eine Gratwanderung, ja, aber es ist immer eine Art und Weise, wie man es macht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, das ist bis jetzt nur positiv, auch von Leuten, die mal sehr seriös vom Fach sind. Denn ich wertschätze ja auch das, was die machen. Ja. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, denn jeder macht das ja so, wie er das Gefühl hat, dass es richtig ist. Sie waren auf der ganzen Welt unterwegs mit Ihren 88 Tasten um die Welt. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Publikum, sagen wir mal, in Deutschland, in New York oder in Südkorea, in Seoul? Also das war sehr deutlich. In Fernost zum Beispiel sind die Familien sehr viel mehr gebildet, was Musik angeht. Da wird also darauf Wert gelegt von den Eltern, das ist eine Tradition da, die auch sehr gepflegt wird, dass die alle selbst ein Instrument spielen. Also auch vielleicht im Hinblick dessen, dass sie dann gemeinsam musizieren können. Das heißt also, wenn man dort ein Konzert gibt, sind die Leute noch ganz anders dran an der Musik. Und in New York oder in Amerika zum Beispiel ist ja das Mutterland des Entertainment. Da ist es zum Beispiel so, also nehmen wir an, ich habe jetzt, das mache ich häufig, dass ich hier sage, meine Damen und Herren, das nächste Stück ist so schwer zu spielen, es hat noch nie ein Pianist gewagt, jemanden zu spielen. Wenn ich in Amerika, dann denken die Leute erst, meint er das nur ernst oder nicht hier in Deutschland? Ja. In Amerika, wenn man sagt, the next piece is very difficult to play and no other piano player ever dared to play this piece before, dann wissen die sofort, das kann er nicht ernst meinen. Und das ist also eine andere Entertainment- oder Unterhaltungstradition, die da haben. Also es ist ein Unterschied regional, aber insgesamt hat sich die Musik doch als fantastisches, überregionales, multikulturelles Kommunikationsmittel erwiesen. Wenn Sie auf Reisen sind, dann sind Sie auch nie alleine. Ihr Steinway-Flügel, der mit den pneumatischen Füßen, ist immer mit dabei. Das ist ja unglaublich. Das ist ja nun ein bisschen größer als so der reguläre Koffer, ne, den man einpackt und mitnimmt. Ja, das ist ein logistisches Problem. Hab ich das richtig gesagt, phonetisch? Ja. Ein logistisches Problem, aber die haben das muss halt im Vorwege geplant sein und dann wird das auch so gemacht. Also ich habe das jetzt ich habe Anfang des Jahres im Januar in Los Angeles gespielt und dann schon 2 Wochen später wieder in Singapur. Das heißt, da müssen die sehen, wie das läuft. Notfalls muss man halt einen zweiten Flügel haben, den man dann dafür benutzt. Aber in diesem Fall ging es gerade gut. Also die Leute haben jetzt Gelegenheit, Sie im Konzert zu erleben. Morgen Abend zum Beispiel, ich glaube in Freiburg an der Unstrut, kann das sein? Da war ich das erste Mal, das erste Mal da. Und wir haben jetzt eine lange Tournee vor, vielleicht kann man kurz unter www.jojawendt.de kann man das alles nachlesen. Und ich habe dann auch noch vor, weil ich von verschiedenen Leuten, also von verschiedenen Ländern Leute eingeladen habe, am 6. und 7. September im Schauspielhaus in Hamburg ein Konzert zu geben, das dann auch aufgezeichnet wird. Und das wird auf jeden Fall eine sehr bunte Sache. Wer aus irgendeinem Grund nicht dabei sein kann, der kann sich diese CD anhören mit 88 Tasten um die Welt mit Joja Wendt. Zum Beispiel, also fand ich ganz toll, ist der Typewriter mit drauf, den ich noch von Jerry Lewis kenne. Ich bedanke mich sehr, dass Sie heute bei uns waren und wünsche Ihnen einfach so viel Spaß und sprühenden Elan, wie Sie ihn heute hier bei uns auch schon versprüht haben. Herzlichen Dank. Ich und jetzt mich. Sind wir an der Börse und gehen mit Joja Wendt gleich ins Internet. Mit wir meine ich auch meinen Kollegen Franz Zink. Der hat nämlich gegoogelt und geguckt und gehört. Und ja, jetzt nochmal die Frage, was hat Joja Wendt denn eigentlich mit dem Internet zu tun, Franz Zink?
Ja, Joja Wendt hat es ja eben gerade seine Internetseite genannt und ich habe das auch gemacht. Ich bin reingegangen, habe seine Homepage aufgeschlagen und ich als alter Jazz- und Piano-Klassik-Fan habe ihn auch gleich auf meinem Laptop gehabt. Das ist ja das Tolle am Internet. Ich konnte mich über ihn informieren, welche CDs es von ihm gibt, wo er seine nächsten Konzerte gibt und ob es dafür noch Karten zu haben sind. Aber nicht nur das. Ich kann ihn mir auch gleich in Aktion anschauen und anhören oder seine Videoclips herunterladen, auf dem PC oder auf dem Fernseher anschauen. Und wer über einen schnellen Breitbandanschluss, also eine DSL-Verbindung ins Netz verfügt, bekommt das schon in recht guter Qualität. Aber ohne diese sogenannte DSL geht es eben nicht. Wie das genau funktioniert, versuche ich Ihnen gar nicht erst zu erklären.